Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn Sie angefangen haben, irgendeinen Studiengang zu studieren, wie Wirtschaftsingenieurwesen oder Informatik oder technische Informatik, was auch immer, und Sie kommen mit Elektrotechnik in Berührung, dann haben Sie ganz viel mit Spannungs- und mit Stromquellen zu tun und mit ganz viel Umwandlung von Spannungsquellen in Stromquellen und Stromquellen in Spannungsquellen. Und was oft da ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, das war bei uns damals alles ganz genauso, sind die Begriffe Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom bei einer Stromquelle. Und deswegen möchte ich dieses Thema nochmal hier aufgreifen und das nochmal ganz kurz und knapp erklären, weil das brauchen Sie eigentlich immer, darauf baut alles auf und wenn Sie das einmal verstanden haben, dann ja, ist es für Sie wirklich von Vorteil, auch gerade in der nächsten Klausur. Wenn wir eine reale Stromquelle kurz schließen, dann fließt der Strom nur entlang dieser gelb strichlierten Linie. Weil an diesem Knoten sich der Strom dazu entscheidet, den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen, also durch den Zweig ganz rechts zu fließen, in dem sich gar kein Widerstand befindet. Der Quellstrom IQ fließt also gar nicht durch den Widerstand RI. Der Strom, der hier ganz rechts durch den Kurzschluss fließt, nennt man Kurzschlussstrom IK. Wenn die reale Stromquelle im Leerlauf läuft, wenn also nichts angeschlossen ist, dann liegt zwischen den Klemmen die Leerlaufspannung UL an. Der Stromfluss erfolgt dann hier durch den gelb strichlierten Kreis. Durch den Widerstand RI fließt also der Quellstrom IQ hindurch. Deswegen errechnet sich die Leerlaufspannung gemäß dem Ohmschen Gesetz aus RI mal IQ. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein bisschen weiterhelfen. Und vielleicht sehen wir uns auch später wieder bei einem anderen Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und tschüss.